Guten Abend, Herr Minister. Guten Abend, Herr Kleber. Täuscht der Eindruck oder haben sich da unter Umständen zwei scheidende Außenminister getroffen? You never know. Also hier war jedenfalls nicht der Eindruck, dass Rex Tillerson irgendwie auf dem Weg aus dem Amt raus ist. Und wie lange man in Deutschland noch Außenminister ist in einer geschäftsführenden Regierung, liegt nicht in meinen Händen. In der Zwischenzeit kümmern Sie sich um die aktuellen Probleme. Es geht in Washington wie in Berlin sehr stark um Nordkorea. Da hat die UN-Botschafterin der USA heute mit der totalen Vernichtung des nordkoreanischen Regimes gedroht. Die deutsche Politik ist, einen Botschaftsmitarbeiter zurückzuziehen. Kann man aus solchen zwei Haltungen eine einheitliche Politik machen? Also erstens haben wir ohnehin nicht viele Botschaftsmitarbeiter dort und wir haben auch über die Frage hier gesprochen, welche Signale müssen wir senden. Wir sind ja nicht alleine dort, es gibt 7 weitere europäische Mitgliedstaaten, einige davon übrigens auf unserem Gelände der Botschaft. Wir werden auch mit denen darüber reden, ob wir noch weitere Schritte machen, um sozusagen auf diplomatischem Weg zu zeigen, wir sind nicht mit dem einverstanden, was ihr da tut, ihr begegnet euch in die totale Isolation. Kriegerische Töne gab es hier heute in Washington überhaupt nicht, sondern es geht im Kern um eine andere Frage. Wie schaffen China und die Vereinigten Staaten es, so viel Vertrauen ineinander zu entwickeln, dass China bereit ist, diesen harten Sanktionskurs gegen Nordkorea weiterzufahren? Noch hat man den Eindruck, dass die Chinesen nicht so richtig glauben, dass die Amerikaner nur in Anführungsstrichen eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel wollen und nicht ein Regime-Change. Das Angebot der Amerikaner ist aber gerade zu sagen, ihr in Nordkorea braucht keine Angst haben, wir werden bei euch nicht intervenieren. Die einzige Voraussetzung dafür ist, keine Atomwaffen. Solange die Chinesen da nicht so ganz sicher sind, ist der Druck nicht ausreichend stark. Und deswegen kommt es sehr darauf an, zwischen USA und China ein vertrauensvolles Verhältnis zu entwickeln, mit Blick auf Nordkorea und den Druck aufrechtzuerhalten. Hat man den falschen Eindruck in Europa, dass der Präsident immer noch die Aggression vorantreibt? Und möglicherweise Diplomaten im Hintergrund schon ganz verzweifelt sind, weil sie niemanden in der Chefetage haben, der sie noch unterstützt? Also erstmal muss man ja sagen, dass es in den letzten Wochen ja auch vom Ton her eher ruhiger geworden war, sowohl aus den USA wie aus Nordkorea. Es ist natürlich jetzt nochmal sehr heftig geworden, nachdem Nordkorea wieder einen Raketentest gemacht hat, der sehr gefährlich ist. Und es bleibt dabei, die große Gefahr für die Welt ist, wenn Nordkorea wirklich in den Besitz von Atomwaffen kommt, dann werden andere kleinere Länder daraus ihre Schlüsse ziehen und sich auch versuchen, in den Besitz solcher Waffen zu bekommen. Das wird dann eine ganz gefährliche Welt, viel gefährlicher als zur Zeit des Kalten Krieges, wo es 2 halbwegs berechenbare Blöcke gab. Und deswegen ist es so wichtig, den Druck, jedenfalls den wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea zu erhöhen. Und daran arbeiten wir gemeinsam. Das ist auch Ziel der amerikanischen Außenpolitik. Unterstützen wir die Amerikaner. Von militärischen Optionen ist hier in Washington nichts zu hören gewesen. Hat der amerikanische Präsident die innere Bereitschaft, auf eine vorsichtige Politik einzugehen? Gibt es überhaupt noch sozusagen vernünftige, gemäßigende Kräfte in Washington, mit denen Sie reden können? Wir haben heute ja Gespräche auch geführt im Kongress mit Abgeordneten, mit Senatoren, die eine fast identische Sichtweise, nicht nur was das den Nordkorea angeht, sondern auch was zum Beispiel das Atomabkommen mit dem Iran angeht, was Syrien angeht, mit uns in Europa haben. Es ist keineswegs so, dass jetzt es eine totale Dominanz. Aber die sind in der Minderheit und kontrollieren nicht die Regierung, oder doch? Immerhin kann ich jetzt nicht sagen, dass wir mit dem amerikanischen Außenminister irgendwie im Streit liegen. Es stimmt, das Weiße Haus sendet oft andere Signale, aber deswegen sind wir ja hier. Wir sind mit den Briten, mit den Franzosen, die Europäer, wir als Deutsche unterwegs, um die zu stärken, die mit uns gemeinsame Wege gehen wollen. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Muss der Außenpolitiker Sigmar Gabriel seine Partei nicht inständig bitten, macht die Große Koalition, um diese Politik auch international fortzusetzen, brauche ich eine stabile Regierung? Ich oder wer auch immer dann Außenminister ist? Also erstens haben wir eine stabile Regierung. Ich glaube, das sehen auch alle. Wir sind auch handlungsfähig und das jetzt nach aber so wird's nicht weitergehen. Der Jamaika-Koalition. Nein, aber das ist ja der Sinn der Verfassung, dass es in Deutschland nie eine regierungslose Zeit gibt.
Und dass es, glaube ich, auch im besten Sinne verstandene preußische Disziplin ist, seinen Job zu machen. Dafür sind wir in die Ämter gekommen. Und niemand darf von der SPD nun erwarten, dass sie nach dem Scheitern von Jamaika sozusagen nur damit sie ein paar Jobs in der Regierung behält, sofort sagt, wunderbar, wir machen weiter. Sondern das ist jetzt ein Prozess unter dem Dach des Bundespräsidenten, wo man erstmal gucken muss, gibt es da Möglichkeiten für. Aber keiner darf erwarten, dass das schnell geht. Ich meine, CDU, CSU, Grüne und FDP haben Wochen und Monate gebraucht und sind zu nichts zustande gewesen. Und da werde ich doch ein bisschen um Verständnis dafür bitten dürfen, dass jetzt nicht der Druck bei uns liegt, sondern es muss jetzt auch die Union zeigen, was sie denn will. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt reden auf Bitten des Bundespräsidenten. Und dann werden wir sehen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber sozusagen mal ebenso jetzt in die Rolle des Koalitionspartners zu gehen, das wird mit der SPD nicht gelingen. Herr Gabriel, danke schön nach Washington. Bitte.